Ich habe mir letztens so ein paar Easter Egg Videos angeschaut und jetzt überlege ich mir natürlich auch ja, ob es hier in dem Spiel auch Easter Eggs gibt. Ich habe mich bei Hunted nicht schlau gemacht, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen. Mein Gott, das war der kürzeste Abschnitt ever, aber wegen dem Kampf ist das, denke ich, auch wohl gut berechtigt gewesen. Ja, mit den Toten sprechen. Und Klappe halten. Death surrounds you, and you will not survive. I did not, nor did anything in their path. If you were smart, you would take your own life. Far less painful than what I went through. Gut, wenn wir sterben sollten, dann durch Selbstmord, weil das ist viel angenehmer als das, was mit einem geschehen wird. Sehr schön, beziehungsweise nicht schön. Hier können wir nicht lang, das ist auch sehr schade. Folgen wir dem linearen Plot. Plot, 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 plot. Geht's da runter? Nein. Plot, 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 plot. Eine Aktion. Rüberspringen. Das Spiel ist so linear und hat keine eigene Sprunganimation. Also, ich meine Sprungaktion. Man kann hier ja nicht selbstständig springen. Man kann nur rollen. Eine etwas abgewandelte horizontale Variante. Oh mein Gott, hier liegt schon... Hier liegt schon wieder so viel Zeug rum. Good balance, sharp blade. I like it. Ja, es ist wunderbar. Das ist schön. Hat sie jetzt einen anderen Bogen sich gekrallt oder was? Sieht interessant aus, das Teil. Ein nobles Schild. Ja, noch hält mein Schild es ja aus. So, haben wir es auch mal geheilt und mein Gott, wie viele wird da gesaved? Big one. Might be where they're holding that leader fellow. Aye. Looks like we can sneak around their flanks. Or we could just charge straight in, which is always my favorite approach. More excitement that way. Bevor wir irgendetwas machen, wollte ich ja noch etwas nachgucken. Nämlich Home. So, was waren das vorhin für ein Gegner? Journal, ne? Kann ich das mit dem Journal durchsehen? Ja, nö, die ganze Armee und so weiter. Infected Warger. Infected Warger have been twisted by dark magics into creatures far more hideous and powerful than their normal brethren. Okay, das sind ja die Viecher, also die Warger, die da das Zeug gesoffen haben, was wir eben auch gesoffen haben. Was wir eigentlich nicht hätten saufen sollen, weil das doch böse ist, dunkle Magie, wie es hier auch steht. Aber, ja, uns hat das auch in der Weise verzerrt, dass wir uns nicht mehr heilen konnten und dann zwangsläufig bis zum Tode das hatten. Naja, okay. Gibt es hier sonst noch was Interessantes? Das war Queen Tribe. Ha? Okay, kann ich hier mit der Maus irgendwas... Das sind die Gegner, die wir bisher getroffen haben, nehme ich an. Okay. Overland Tribe. Oh, da kommt noch einiges auf uns zu. Town Center. Dive it in. Small Maps. Ja. Loadouts. Punishment. Limitation. Time. Ich habe Punishment bekommen oder habe ich denen Punishment gegeben? Damage Dealer. Okay. Okay. So, Lore haben wir verdammt wenig. Ach so, das. Ah. Wir haben da aber echt verdammt wenig. Oh mein Gott. Das ist echt bedauerlich. Und hier haben wir schon Sachen gemaxt. Ja. Schön. So, dann reicht es hier auch, dass wir hier wieder durchgeschaut haben. Jetzt können wir uns wieder unserer eigentlichen Aufgabe widmen.
Und jetzt ist die Frage, welchen Weg gehen wir? Dort ist das Lager von denen. Da sieht man die auch so ein bisschen rumwuseln. Welche Position haben wir denn von hier oben? Das wäre gut für Ilara. Oh. Das ist auch gut, ja. Au, verdammt. Oh, das muss ich mir merken. Ho. Damit habe ich ja jetzt nicht gerechnet, dass direkte Angriffe vom Hinterhalt solche Gegner sofort töten. Das war ja... Ilara? Wo zum Henker bist du? Okay, sie hängt irgendwo da hinten rum. Auch gut. So. Das ist schon schön, wenn man so gebufft wird. Allerdings ist es wiederum schade, dass ich das erst so spät mitbekommen habe. Double kill. Always nice. Meine Güte. So, jetzt kriegt der auf den Nuss. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, genau das ist passiert. In kleine Stückchen gehackt. So, oh, da kommt noch mehr. Das ist nicht so schön. Egal. Ja, und zu nah ans Feuer darf ich auch nicht gehen. Müssen wir da durch? Ja, müssen wir. Aber hier lagen noch andere Sachen rum. Wie da zum Beispiel, ne? Was ist das denn? Das ist ein Schild. Noch hält unseres. Und ich glaube, das sollte ich auch erstmal beibehalten. Was ist denn hier noch? Ach, das, was hier geleuchtet hat, waren nur die Blüten. Okay. Alles klar. Okay. So. Dann würde ich mal sagen, können wir jetzt auch der Ilara folgen, wenn hier nichts weiter ist. Interessant, dass die noch lebt, die Ilara. Nein. Was auch immer hier los ist. Und wieso ist hier... Ach so. Okay. Meine Waffe ist besser. Nein, die behalte ich. Irgendwas kommt. Ja, der Kettle kommt. Der dicke Kettle. Ah, diese nervigen kleinen Spinnenviecher. Und ich glaube, gleich könnte auch schon der Schild zu sehr ramponiert sein. Okay, und was ich gerade merke, ist, dass dieser Gegner irgendwie gar keinen Schaden nehmen will. Ach, komm, hör auf. Scheiß Viecher. Langsam merken mich die Kleinen auch. Und da wollte ich wegrollen und das hat nicht mehr gereicht. So. Mit Zauberei kommt man bei den Gegnern gut weiter. Das hätte ich wahrscheinlich öfter machen sollen. Na gut. Ja, jetzt sollte ich das wahrscheinlich aber auch auswechseln, weil sonst wird er bei der nächsten Konfrontation direkt kaputt sein und ich habe nichts mehr davon. Ja. Noch so einer. Ah, Hauptsache, der kriegt endlich mal Schaden. Das ist eine gute Idee. So kann die Ilara den von hinten beschießen. Ich kann ihn ins auf Mütze geben. Jawohl. So stelle ich mir noch mal einen Kampf vor. So, denn schön. Kann ich mir das bessere Schild von dem auch schnappen? Und ich muss sagen, ich fand das sehr interessant, dass man doch so viel Stärke haben kann.
so sehr draufkloppen kann, obwohl wir hier auf Hardcore spielen. Das ist, finde ich, schon sehr interessant. Was ist das? Ist das wieder so Feuerresistenz? Ja, warum denn nicht? Tut mir leid für den kleinen Lag, den ihr, glaube ich, gerade auch hattet, aber irgendwie hat sich das Spiel dazu gerade entschlossen. Warum ruckelt das? Was ist hier los? Peridor, I presume? Indeed. My thanks, strangers. I owe you a day. Yeah, that's why our pockets are always empty. We rescued your wife. Meet her on the hill. Perhaps you can repay us with answers. We're looking for your Lord Mayor's daughter. Our? Gwyneth has no Lord Mayor. Gwyneth? You're not from Dyford? No. The war guard raided Gwyneth a week ago. They took many of us prisoner. They did the same thing to Dyford yesterday. Have you seen any prisoners from Dyford? Not that I know. But if the war guard have the girl and she's still alive, they'll have taken her to the ruins of the temple. That's where they're herding the remaining prisoners. Any idea how to get past those barricades out there? Just wait. More war guard be here soon enough. They'll open the barricade for you. Good luck to you. Come on. So. Gleich mehrere Fragen. Erstmal werden wir hier jetzt noch in Ruhe gelassen. Eigentlich hätte man diesen Quest direkt als einen machen können. Naja, aber was soll's. Was ich sagen wollte war, hätten die das mit der Frau auch angesprochen, wir bekommen Besuch. Wenn wir die Frau nicht befreit hätten. Meine Güte, wieso zaubert der Kasper nicht? Oh Gott, das wird ein böser Kampf. Und ich glaube, der Schild wird das nicht sehr lang überleben. Egal, schon mal einer weg. So, das Gute ist, die haben nämlich keine Schilde. Das heißt, die fressen ordentlich. Und der Kopf von dem ist auch schon vereist. Und ich glaube, das Schild kann ich jetzt auch vergessen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen konntet, aber gerade sind mal wieder sehr eindrucksvoll die Pfeile in Slow Motion geflogen. Für die Hinrichtungsaktion. Ach ja, was ich auch noch sagen wollte war, anscheinend bekommen wir wieder Besuch. Und es wurde nicht nur Dyford angegriffen, sondern auch eine Stadt namens Gwyneth. Das heißt, die sind wahrscheinlich durch die verschiedenen Städte durchgegangen und haben die einfach mal alle kaputt geradet. Mein Gott! Jetzt mach den Schild doch mal kaputt und hör auf, dich zu verteidigen! Just the thing. My old shield was a little warm. Durchaus, das war ein bisschen kaputt.